Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Jahr 2023 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Das hier ist eine Weisheitskarte für Lebensentscheidungen von Colette Baron Reed. Ja? Die Verpackung sieht auch so aus, falls du es dann im Bücherregal irgendwo suchst, ja? Im Buchhandel. Ich werde jetzt zuerst diese Karte anschauen, dann werde ich hier mit den klassischen Tarotkarten deine Legung machen und am Ende lese ich dir hier die entsprechende Karte vor. Okay? Ich mache es am Schluss, weil da nicht immer alle zuhören wollen, ja? Schauen wir mal. Skorpion. Chaos und Konflikt. 33 habe ich hier. Die 33 ist die Quersumme 6. Wenn ich mir so, oder zuerst mal bei der 33 so die 3 anschaue, da poppt in meinem Kopf direkt 3 der Stäbe und 3 der Münzen hervor. Weder 3 der Kelche noch 3 der Schwerter. Ich sehe direkt 3 der Stäbe, 3 der Kelche, 3 der Münzen, Entschuldigung. 3 der Stäbe, 3 der Münzen, das ist ein Aufstieg, der dir bevorsteht. Okay? Wahrscheinlich weißt du auch jetzt schon davon, ja? Da ist etwas, wo du aufsteigen kannst, wo du aufsteigen wirst. Und dann, wenn ich hier die Summe anschaue, die 6er-Karten, oder, da kommt mir auch direkt 6 der Münzen in den Sinn und 6 der Stäbe. Also das, worin du einen Erfolg voraussiehst, das wird wirklich zu Erfolg führen. Und mit 6 der Münzen wirst du hier ein bisschen zwischen den Stühlen stehen, weil du deine Ressourcen neu organisieren musst, Skorpion. Und das kann dann so ein bisschen Chaos und Konflikt um dich herum führen. Okay. Wir haben hier ein Zebra mit Giraffenfärbung. Und diese Färbung splittert hier ab und drunter kommt ein Zebra hervor. Oder Zebramuster hervor bei diesem Zebra. Die Giraffe ist ein größeres Tier. Um ein vielfach größeres Tier wie ein Zebra. Entschuldigung, ich wollte jetzt Esel sagen. Ich glaube, Zebras sind Esel. Sind, glaube ich, nicht Pferde. Weiß, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist eine Giraffe viel größer wie ein Zebra. Und eine Giraffe, oder wenn man mal so, oder wenn ich mir so diese Dokumentation in Erinnerung rufe, dann hat eine Giraffe eine angepasstere Farbe an das Umfeld. Ja, die Farben drumherum passen eher. Ein Zebra sticht eher hervor. Das sind so schwarz-weiße Striche in der Landschaft. Das sticht eher hervor. Ich habe das Gefühl, dass du hier ein bisschen ins Auge stechen wirst, ja, bei den Leuten. Du fällst auf. Der Sieg da, der dir bevorsteht, ich glaube, du weißt schon, wovon ich rede. Ja? Da gibt es irgendwas, wo du sagst, doch, das kommt gut, da werde ich aufsteigen. Das wird dir auch den Mut geben, dich so zu zeigen, wie du bist. Ja? Und auch mutiger zu kommunizieren, mutiger auszuteilen, mutiger zurückzunehmen, zu geben und, und. Ja? Das macht dich ziemlich selbstbewusst und das wird dann ein bisschen zu Reibungen um dich herum führen. Ja? Ist das Beste, wenn man mal eine Veränderung hat, ja, gerade wenn man eine Veränderung zum Besseren hat. Ja, also ich rede jetzt nicht hier zum Schlechteren, aber bei einer Veränderung hin zum Besseren ist es immer gut zu schauen, wo es reibt, ja, wer sich daran stört. Okay, so diese Konträrenergien, die sind immer ein guter Hinweis darauf, wer es wie mit dir meint. Okay, ich rede hier von Veränderungen hin zum Besseren. Schauen wir mal. Eine Karte bitte für Skorpion im Jahr 2023, bitte. Drei der Stäbe. Okay. Gut, dann weißt du eigentlich, wovon ich rede, ne, Skorpion. Du weißt, worum es hier geht. Hier gibt es eine neue Beziehung, einen neuen Vertrag, eine neue Bündnis. Eine neue Wohnung.
Okay. Drei der Stäbe bedeutet nicht, mal schauen, was passiert. Drei der Stäbe bedeutet, hey, ich habe grünes Licht. Ja, das ist der Moment, wo du den Mietvertrag unterschreibst. Ja, mit vier der Stäbe ziehst du ein. Das ist der Moment, wo du den Arbeitsvertrag unterschreibst. Und mit vier der Stäbe hast du deinen ersten Tag. Ja, und mit drei der Stäbe, oder bei, in der Liebe zum Beispiel, ist das, dass dein Gegenüber sagt, ich will eine Beziehung mit dir. Ja, das wird dann konkret ausgesprochen. Okay, ohne irgendwelche Umschweifen oder ähnliches. Okay, das heißt, falls du das jetzt noch nicht spürst, ich weiß, es kommt jetzt erst der Herbst, aber ich denke, das wird recht früh, wird dieses Gefühl eintreffen, ja. Diese drei der Stäbe, die kommen sehr schnell. Wenn du jetzt noch kein grünes Licht hast, dann kommt es jetzt noch, ja. Es gab da, ein paar haben geschrieben, dass ich die Jahreslegung zu früh rausgebracht habe. Liebe Leute, oh, es gibt dann auch solche, die sagen, ich sei geldgierig. Also, nee, das muss ich jetzt loswerden. Ich bin Betriebsökonomin. Also, es ist nicht so, dass ich spirituell unterwegs war und Sterne angeguckt habe und dann mit Legungen angefangen habe und dann wurde es durch Zufall zu einem Erfolg. Nee, ich bin Betriebsökonomin. Ich habe KV gelernt, dann habe ich studiert, Betriebsökonomie studiert und dann habe ich IT-Management betrieben. Ja, ich war Managerin in einer großen IT-Firma und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich gesehen, hey, hier oder hier läuft was. Ja, betriebsökonomisch, da läuft was bei Legungen und ich kann es und all das. Oder da, also es ist nicht, die eine hat geschrieben, ich sei geldgierig geworden. Ich bin zuerst Betriebsökonomin und dann Tarotkartenlegerin. Schätzel. Und der Grund dafür, dass die Legungen jetzt rauskommen, ist, dass ich hier einige Dinge am Laufen habe. Da wird dein Online-Shop erstellt momentan. Black Friday steht uns bevor. Und ich hab einen Zeitplan mit Legungen, die alle rauskommen müssen. Ja, noch bevor ein bestimmter Zeitpunkt erreicht ist. Und in dieser Phase, dann später, habe ich keine Zeit mehr für die Jahreslegungen. Ja, also da hätte ich ja nicht immer so Schrottgeschichten in den Legungen. Geht ja immer bergab. Oder? Ich kann hier easy den Karten sagen, gebt mir eine geile Geschichte und die geben es mir. Da könnt ihr drauf vertrauen. Ich kann sagen, gebt mir geile Karten und die geben mir geile Karten. Ja? Kapisch? Gut. Geht an jene, die gar keine Ahnung davon haben, wer ich bin. Also, ich bin Betriebsökonomin, hallo? Ich kann mir vorstellen, dass man Mathe studiert und dann Mathe irgendwann vergisst, aber wenn man mal Wirtschaften studiert hat, dann vergisst man das nie wieder, ja? Kopfdeckel, gib mir eine Creme und ich mache ein Geschäft draus. Ist so. Ich hab jetzt seit 4 Monaten einen Hund hier. Ja? Ich habe vor 4 Monaten habe ich ihn adoptiert. Ich habe 1000 Geschäftsideen in Bezug auf Tiere, auf Haustiere. Kolleg. Nein, nein, nein. 9 der Münzen hier. Das hier ist das Dreifache von 3 der Münzen. Okay, das ist der Effekt, das Resultat von diesem Aufstieg, den du haben kannst. Du siehst hier bevor, wie du hier finanziell, materiell unabhängig sein wirst. Okay, ich denke, du kannst am besten nachvollziehen, oder warum ich so eingestellt bin, wie ich so eingestellt bin und wieso es mich nicht juckt, wenn Menschen solche Dinge sagen. Gottverdeckel, mein Gott. Also wenn Wirtschafter Arschlöcher sind, dann bin ich eine diplomierte Arschlöchin. Das ist gut, also das ist halt so. Was soll ich tun? Ich kann es ja nicht leugnen. Ei, ei, ei. Rat des Schicksals. Skorpion, dein Leben kehrt sich im Jahr 2023 so ziemlich in jene Richtung, die du dir immer erträumt hast. Ja. Und ja, es kommen geile Karten. Das ist so. Wer auch immer dir da ein Bein stellen möchte, wer auch immer hier
jetzt meint, dass du ihn, sie vernachlässigt, möchte nicht, dass deine Wünsche erfüllt werden. Okay, merkt ihr diesen Satz, merkt ihr diesen Satz. Du kannst bei dieser Wandlung, die du im Jahr 2023 durchmachen wirst, kannst du so ziemlich bei jeder kleinen negativen Bemerkung dir ziemlich sicher sein, dass da jemand sich wünscht, dass du so bleibst, wie du bist. Okay? Das Schicksal steht hier auf deiner Seite. Das ist das Rad des Schicksals. Das ist das Universum. Hoppala. Ja. Das Universum möchte, dass du vorwärts gehst. Ja. Universum mag jetzt sehr spirituell klingen, ja, ein bisschen hochgestochen. Im Grunde bedeutet das, dass du genau dann den Bus verpasst, wenn du es verpassen sollst. Du erwischst genau dann den Zug, wenn du es erreichen sollst, damit du dann den nächsten Bus erreichen kannst, damit dann der Chef genau dann da ist und dort ist und du diesen Menschen dort antriffst. Ja, das sind so verschiedene Events, die aneinander gekettet sind, die dann am Schluss zu deinem Erfolg führen sollen. Okay, genau zum richtigen Zeitpunkt bist du genau am richtigen Ort und genau dann findest du zum Beispiel, nee, ich laufe heute rechts durch, ja, nicht links, ich gehe rechts und genau dann triffst du auf diesen Menschen, der dein Leben verändern soll oder mit dem sich dein Leben verändern soll. Also es sind solche kleine Events, die momentan im Jahr 2023 zu deinen Gunsten laufen und das musst du nutzen. Diesen Lauf musst du nutzen. Es wollen hier, schau mal, raus hier, ja. Raus und Konflikt heißt es hier. Es wird hier in deiner Umgebung, wird es Menschen geben, die wollen, dass du stehen bleibst, dass du nicht vorwärts gehst. Okay? Aber du musst schauen, ja, das hier ist die Jahreskarte für 2023, Quersumme 7 hier. Du musst schauen, dass du diesen Lauf hier nutzt, Skorpion, weil ich glaube, dass eben, falls du diese Energie nutzt, falls du hier selbstzentriert deinen Weg gehst, 2023 dein Jahr sein wird. Ja, das ist dann auch später dann in 10, 15 Jahren, 20 Jahren blickst du dann zurück und denkst, boah, 2023 war der Punkt, wo sich alles gekehrt hat. Ja. Und eben Chaos und Konflikt. Da gibt es diesen Satz von Rumi, der geht ungefähr so, dass, also er sagt dort, dass man gerade dann, wenn alles zerstört wird, wenn Chaos herrscht, wenn Konflikte herrschen, ja, man genau dann am präsentesten sein muss, weil sich genau dann der Lauf der Dinge sich ändert. Ja, viele Menschen flüchten vor Konflikten, vor Chaos, oder? Da bricht was zusammen und die stecken ihren Kopf in den Sand. Aber das sind ja genau die Momente, die das Leben dann eben verändern. In diesem Moment muss man packen und es in die gewünschte Richtung lenken. Ja? Dein Leben verändert sich nicht, weil du im Europapark bist. Dein Leben verändert sich nicht, weil ihr da liegt und knutscht oder so. Ja? Das Leben verändert sich in jenen Momenten, wo alles ein bisschen so wie zu Brüche geht. Ja? Also klar, ich rede jetzt bildlich ein bisschen dramatisch. Ja? So schlimm wird es dann in der materiellen Dimension nicht sein. Aber wie sich das Leben verändert, das zeigt sich in solchen Momenten. Und du musst dann schauen, dass du die Zügel in der Hand hältst, ja, und zwar zentriert, ja, dich auf dich fokussierst und alles abprallen lässt, was links und rechts an dir, bei dir passiert, ja, was man da versucht, alles in deine Richtung zu werfen, musst du einfach an dir abprallen lassen. Okay? Self-absorbed nennen das die Amis. Warte. Ich schau rasch. Die Legung kommt hier ein bisschen später raus als geplant, als angekündigt. Deswegen ist der Frühbucherrabatt bis morgen Abend gültig. Okay, normalerweise für Premiere-Tag, aber für Waage und Skorpion ist es bis am 1.9. gültig. 25% Rabatt gibt es auf die Fortsetzung, selbst absorbiert. Okay. 25% Rabatt gibt es auf die Fortsetzung. Auf der Produktseite siehst du es nicht, aber im Warenkorb wird es automatisch abgezogen. Okay? Gilt bis morgen Abend. Ich habe hier selbstsüchtig, egozentrisch von sich eingenommen, ich bezogen mit sich selbst beschäftigt, steht hier. Du musst das momentan tun. Also so wie du hier komplett als Giraffe verkleidet warst, obwohl du ein Zebra bist, habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen zu
zentrisch warst, nach außen gerichtet warst, und jetzt umso krasser nach innen gerichtet sein muss, Skorpion. Okay? Ich glaube, du hast es hier mit dieser Giraffenverkleidung, hast du dich ja komplett verkleidet. Und du musst jetzt so wie den Gegenpol jetzt einleiten, ja, so vom Fokus nach außen hin zum kompletten Fokus nach innen im Jahr 2023. Okay. Königin der Stäbe, sehr schön. Page der Stäbe hier. Nicht so schön. Es gibt hier eine Person, bei der du dir wünschen würdest, dass er sie auch vom gleichen Elan wie du gepackt wird und ihr beide da hochgezogen werdet hier von diesem Glück, das du hast. Dieser jemand ist sehr feurig, sehr passioniert, sehr leidenschaftlich. Hat dich, Achtung, jetzt kommt Konkretes, falls ihr miteinander Sex hattet, dann hat dich dieser Mensch hoffen lassen auf mehr. Sprich, er, sie hat im Bett Dinge getan, wo du dir dann im Nachhinein gedacht hast, boah, also wenn er, sie das so und so macht, dann muss es ja dann richtig krass sein, wenn wir es dann so richtig treiben. Die Sache ist die, das ist nicht der Fall. Das war das, was dieser Mensch liefert. Keine Ahnung, warum ich sage es gibt Menschen, oder die knutschen und dann sagen sie anhand der Knutscherei, boah, die muss gut im Bett sein, der muss gut im Bett sein. Ja? Und sehr oft stimmt es auch. Ja? Man kann das sehr gut herausfinden mit Kuss, mit Knutschen. Aber hier stimmt es nicht. Ja? Es ist dieser Mensch kann gut züngeln und das war's. Also das, was du da erlebt hast, das war's. Mehr gibt's nicht. Okay. Sexuell. Okay, ich rede jetzt hier nur vom sexuellen Skorpion. Sexuell betrachtet bist es eher du derjenige, die diesem Menschen was beizubringen hat. Ja? Da seid ihr schon nicht auf Augenhöhe. Einfach zur Info. Wir werden jetzt sehen, was hier los ist. Todeskarte. Das wird mein Jahr, sagst du hier. Das ist die Skorpionkarte. Das wird mein Jahr. Ja, das wird dein Jahr, vorausgesetzt, dass du hier, ich meine, ich habe hier mit Rat des Schicksals habe ich eine Schützekarte. Schütze ist November, Dezember. Du musst das ganze Jahr hindurch konzentriert sein, Skorpion. Dann wird es dein Jahr. Okay. Acht der Münzen hier. Diese neun der Münzen sind diese Unabhängigkeit, die du voraussiehst, die hier am Entstehen ist. Du siehst, dass es nur noch eine Münze ist, nur noch ein Schritt, nur noch ein Aufstieg und dann wärst du hier komplett unabhängig von allen Menschen. Okay, das heißt, es sind mehrere Dinge sind erledigt, es ist jetzt nur noch eine Sache. Also vielleicht hast du jetzt die eigene Wohnung, den geilen Job, pipapo und jetzt fehlt noch Auto. Oder du hast das Auto, du hast die Wohnung, aber jetzt fehlt noch der Job. Okay, sehr okay. Oder verstehst du, was ich meine? Du hast das Auto, du hast den Job, aber jetzt fehlt noch die Wohnung. Ja, da gibt es noch eine Komponente, die fehlt, sagst du, und dann bin ich komplett unabhängig, dann stehe ich voll auf meinen Füßen und dann wird es voll mein Jahr. Ja, dann kann ich so richtig aufblühen, sagst du. Okay. Seht ihr übrigens diese Zebrastreifen, die sind ja vertikal. Seht ihr das? Hier haben wir, schau mal, siehst du hier diese Sphinxfigur? Die hat diese Zebrastreifen sozusagen quer und auch hier sind sie quer. Es ist so dieses, oder, dass deine wahre Persönlichkeit da, oder die Art und Weise, wie du wirklich bist, ohne irgendwelche Verdeckungen oder ähnliches, den Leuten in die Quere kommt, deinem Umfeld in die Quere kommt. Okay?
Ach, der Stäbe. Also. Immer dann, wenn du dieser Stimme in dir, es gibt da eine Stimme in dir, das da, Rumi beschreibt auch das ziemlich gut, es gibt da eine Stimme in dir, die keine Wörter benutzt. Sagt der Rumi, es gibt da eine Stimme in dir, die keine Wörter benutzt. Höre auf sie. Das ist die Message an dich. Da gibt es eine Stimme in dir, Skorpion, die keine Wörter benutzt. Das ist das, was ich habe, wenn ich hier Bilder abfrage. Ja? Bilder von meinem geistigen Auge. Das ist eine Sprache, die keine Wörter hat. Es sind Bilder, es sind Eingebungen, Gefühle, es sind so Laserstrahlen manchmal. Ja? Das sind so das Unergreifbare in uns. Du bist Skorpion, du bist ein Wasserzeichen, du weißt, wovon ich rede, Skorpion. Dieser Sache da in dir, du kannst es Intuition nennen, du kannst es Bauchgefühl nennen, du kannst es nennen, wie du willst. Es ist eine Sprache ohne Wörter. Wieso gibt man diesem Ganzen überhaupt ein Wort? Es ist einfach eine Sprache ohne Wörter. Gibt es in dir und der musst du folgen. Ja, dieser Sprache musst du folgen. Wenn du dem folgst, passiert Folgendes. Wenn du da auf der Straße läufst und sagst, oder und irgendwas in dir sagt dir, geh nach rechts dieses Mal. Ja, nicht links, sondern rechts. Wenn du dem zuhörst und wirklich rechts gehst, dann wird sich hier etwas bei dir beschleunigen. Das hier ist nicht, du gehst dann rechts und dann läufst du über ein Trottoir und dann passiert dies und dann spricht dich eine alte Dame an und dann, nee, du gehst rechts und bam, Liebe deines Lebens. Du gehst rechts und bam, Job, bam, Auto. Also es wird dir dann direkt alles tak, tak, tak geliefert, vorausgesetzt, dass du auf diese Stimme da vertraust. Okay? Ein guter Trick, um das so zu erlernen, sozusagen, ist nach ungewöhnlichen Gegenständen zu fragen, nach ungewöhnlichen Objekten, Bildern zu fragen. Ja, du kannst es ja mal testen. Du kannst sagen, oder hey, falls ich verbunden bin, dann zeig mir eine blaue Papagei. Ja, und dann geh durch dein Leben und schau, wo du, wann und wie eine blaue Papagei sehen wirst. Okay? Du musst nach etwas Ungewöhnlichem fragen. Sag nicht, hey, falls ich verbunden bin, dann zeig mir ein Auto. Ja, Autos gibt es überall. Du musst nach etwas Ungewöhnlichem fragen und sobald das zack gekommen ist, dann weißt du, worum es geht. Okay? Ich habe diesen Tipp schon ein paar Mal gegeben. Das ist recht lustig. Und die Leute haben dann kommentiert unter dem Video, wie sie dann eben was für ein spezielles Objekt dann gesehen haben, dem begegnet sind. Es gibt dann, oder sie ergibt dann recht lustige Stories. Ja? Sieben der Schwerter. Trickser, Betrüger, Lügner, Egoisten, ja, das ist das Ego. Okay. Allerlei Tricks wird es hier um dich herum geben, Skorpion. Um dich hier zurückzuhalten. Aber schau, mit diesen starken Karten hier, ja, bist du hier gar nicht aufzuhalten. Es kann sein, dass hier dann gelogen wird über dich, ja, dass es hier Gossip gibt, dass man hier versucht, dich auf den falschen Weg zu leiten, ja, aber du bleibst zentriert. Du bleibst zentriert. Gerichtskarte hier. König der Kelche hier. Gut. Du, kommen wir zurück zu diesem Page, der Stäbe hier, der geliefert hat, was er liefern kann. Königin der Stäbe und hier die Gerichtskarte. Bei der Gerichtskarte hier öffnet man Kisten und da kommen dann Menschen raus, mit denen man es zu tun hatte. Und du möchtest hier, bevor du hier einen großen Abschluss in deinem Leben machst hier, und diese Aufwärtsbewegung hier einleitest, möchtest du hier gerne wissen, was der Page der Stäbe bzw. König der Kelche von euch beiden hält. Das ist so ein, jetzt muss ich kritisch mit dir werden, Skorpion. Es ist so, wie wenn du sagst, 2024 werde ich eine bessere Version von mir sein und dann werde ich dich nicht mehr haben wollen. Würdest du jetzt schon mit mir zusammen sein, noch bevor ich meine bessere Version bin? Das ist deine Frage hier. Ja? Weil du sagst, später wird, oder ich riskiere, dass ich dich nicht mehr haben möchte, weil ich steige auf.
Ja, ich werde besser, ich werde unabhängiger, ich sehe dann besser aus, ich habe dann mehr Geld, ich bin dann unabhängiger und. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich dich dann nicht mehr haben möchte, ja, dass wir dann nicht mehr auf Augenhöhe sind. Magst du nicht jetzt schon mitkommen, während wir noch auf Augenhöhe sind? Weil aufgrund von diesem Vorspiel oder dem, was dieser Mensch da geliefert hat, hast du das Gefühl, dass ihr auf Augenhöhe seid. Ihr seid in Bezug auf Lebensplanung, Lebensenergie, Vorwärtsenergie, in Bezug auf Spiritualität, Stäbe sind sehr spirituell, überhaupt nicht auf Augenhöhe. Okay? Ich habe hier König der Kelche. Skorpion, ich bin ehrlich. Ich habe hier den König der Kelche. Dieser Mensch liebt dich. Ja, die Liebe ist da, aber ich meine, das sind Stäbe. Ein König der Stäbe zum Beispiel, ja, der würde mit der gleichen Energie wie du so etwas angehen. Ein König der Stäbe ist jemand, der zum Beispiel Probleme auch mit der gleichen Energie wie du angehen würde. Ja, da ist die gleiche Tatkraft, die gleiche Vision, ja, man hat eine Vision, man macht vorwärts, man tut was, man nimmt die Dinge in die Hand. Und ein Page der Stäbe ist eher ein bisschen hilfloser Mensch, ja. Weiß jetzt nicht so recht, wie man oder für sich selbst einsteht, wie man hier was abprallen lässt und solche Dinge. Eher unbeholfen. Stimmt es im Herzen von diesem Menschen? Ja, absolut. Ja, die Liebe in Bezug auf dich oder dir gegenüber ist absolut da. Es wird sich jetzt zeigen, wie ihr hier da die Mitte finden werdet. Ja, oder man muss nicht immer in allem sich einig sein. Okay. Vielleicht ist ja dieser Mensch ein König der Münzen, ja, und du bist hier vielleicht noch ein Page der Münzen. Oder man muss ja nicht immer überall auf Augenhöhe sein. Es hängt davon ab, wie sehr du gewillt dazu bist, diesen Menschen zu zeigen, wie man ein Lebenskünstler wird, sozusagen. Ja? Und das ist ja nichts Schlechtes. Aber ich muss dir sagen, was ich hier sehe, Skorpion. Ich werde jetzt hier noch aus diesem Begleitbuch lesen. Vorher erkläre ich noch für jene, die hier nicht zuhören wollen, was ich hier tun werde. Ich werde zuerst mit diesen Karten mehr Informationen über dein Gegenüber herausholen. Ich werde nach Informationen in Bezug auf Wasserzeichen, Feuerzeichen, Erdzeichen und Luftzeichen werde ich mehr Infos holen. Dann weißt du, je nachdem, mit welchem Sternzeichen du es hier zu tun hast, mehr über dein Gegenüber. Außerdem werde ich hier fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und dann werde ich hier mit diesen Karten schauen, was hier Monat für Monat passiert im Jahr 2023. Ja, von Januar bis Dezember schauen wir, was wo passieren wird. Und mit den Zeitkarten werde ich dann überall da, wo Action ist, nach Zeitangaben fragen. Ja, dann wissen wir, was wann passiert. Okay, den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Und eben, wie gesagt, die 25% Vergünstigung, ja, für Premiere, die gilt bis morgen Abend. Die Legung kommt am 31. August raus. Für Waage und Skorpion gilt es bis am 1. September Mitternacht. Und eben auf Produktseite wirst du es nicht sehen, aber im Warenkorb wirst du dann sehen, wie es automatisch abgezogen wurde. Okay? Schauen wir mal das hier raus und Konflikt 33. Grundbedeutung, Durcheinander, Missverständnisse und Widerstreit, Spannung der Gegensätze, der Vorrang des Chaos gegenüber der Ordnung. Die Botschaft des Orakels. Ein Gegeneinander von Kräften sorgt für eine aufgewühlte Atmosphäre. Erkenne aber auch die entmischende Kraft des Chaos, die dazu dient, dich aus alten Verhaftungen zu befreien. Im Innersten aufgerüttelt, lässt du Anteile deiner selbst zurück, die du nicht mehr brauchst und streust die Saat für eine lebendige Form über die du dich neu entdeckst. Auch wenn der Konflikt im Außen zu toben scheint, ist er seinem Wesen nach ebenso ein Innerer, der sich im Außen spiegelt und dort Verwirrung stiftet. Vielleicht gerätst du mit jemandem in einen Zwiespalt, der einen Sturm entfesselt, dem du dich nicht gewachsen fühlst. Aber jeder Sturm legt sich wieder und aus dem Chaos entsteht eine neue Ordnung. Konflikte bringen die verborgenen Seiten einer Situation zum Vorschein. Betrachte dies einfach als eine Momentaufnahme, als eine Phase, in der du Zuflucht suchen und dich dem Kampfgetümmel entziehen musst. Ja, dem Kampfgetümmel, jawohl, weil ich habe ja was an, ich habe, okay, das, was ich vorhin angesprochen habe, das war was anderes, ja. Aber eben, du übergehst sozusagen diese,
diese Menschen, die dir da versuchen, ein Chaos zu verursachen, ja, ein Chaos zu verursachen. Das ist was anderes, okay. Suche jetzt nicht die Konfrontation. Es geht jetzt weniger darum, verstanden zu werden, als darum zu verstehen. Beziehungsbotschaft. Mit einer verbohrten Haltung bleibst du im Widerstand stecken. Ein Konflikt, für den du dir aus tiefstem Herzen eine Lösung wünschst, bleibt durch deine ständige Rechthaberei bestehen. Dennoch ist dies eine gute Gelegenheit, mehr über dich zu erfahren, wie du dich selbst wahrnimmst, was für dich Wert hat und was dir wirklich wichtig ist. Wenn es zutrifft, dass manche Dinge nicht verhandelbar sind, dann brauchst du darüber keine Debatte zu führen. Gelingt es dir, durch die aufgewühlten Emotionen hindurch den Weg zu einer höheren Betrachtungsebene zu finden? Bald wird die Luft sich klären und du wirst an einem weit besseren Ausgangsort sein als zuvor. Der sich legende Sturm macht den Blick frei auf einen neuen Weg, der ein Weiterkommen möglich macht. Es kann eine spannende und erleuchtete Zeit werden, wenn du sie konstruktiv für dich nutzt. Okay. Erfolgsbotschaft. Das ist vor allem in Bezug auf Beruf. Die Umstände erscheinen chaotisch, aber alles, was jetzt geschieht, dient in Wahrheit dazu, dich wachzurütteln, damit du deinen wahren Weg zum Erfolg finden kannst. Zwar sind es stürmische Zeiten und wohin du dich auch wendest, scheinen gegensätzliche Kräfte am Werk, sei jedoch gewiss, dass göttliche Absicht in diesem Chaos waltet. Es streicht von dir ab, was dich nicht weiterbringt und lässt nur an dir zurück, was wahrhaft authentisch ist. Das hatten wir. Was sich jetzt ereignet, ist eine wesentliche Voraussetzung für deinen künftigen Erfolg. Auch wenn du es jetzt noch nicht zu sehen vermagst, so ist dieses Chaos doch vom Göttlichen inspiriert. Schutzbotschaft. Jetzt ist eine günstige Gelegenheit, an einer neuen Ordnung zu arbeiten und die Chance zu einem konstruktiven Dialog zu ergreifen. Auch im vermeintlichen Chaos wirkt eine Art göttlicher Ordnung, vollzieht sich eine Neuausrichtung der Elemente. Dies ist ein Prozess von großer Kraft. Wenn es dir darum geht, für alle die beste Lösung zu finden, so ist jetzt dazu der perfekte Zeitpunkt. Okay, die Dinge sind bereits im Aufruhr, scheue dich also nicht, dich ins Getümmel zu stürzen. Alles, was du über die langfristigen Auswirkungen wissen musst, wird sich dir rechtzeitig enthüllen. Bleibe auch angesichts des Chaos präsent. Dies ist ein zu wertvoller Moment, um ihn ungenutzt verstreichen zu lassen. Schutzbotschaft steht da, oder liest man eigentlich, wenn die Karte umgekehrt kommt. Okay, klar, jetzt am Ende hat hier schon was bestätigt, jetzt bei den letzten paar Sätzen. Die Schutzbotschaft musst du ziemlich vorsichtig genießen. Okay, weil wir sehen hier ganz klar, wie sehr du das an dir abprallen lassen musst hier. Okay? Ja, die ist mir ein bisschen zu gutmütig. Ja, ich meine, was soll das raus, ein Konflikt in einer Liebesbeziehung und du sollst die Seite sein, die... Also warum? Zuerst muss man doch herausfinden, ob man es wirklich sein soll oder nicht, oder? Hier geht man einfach davon aus, dass man einfach, oder man ist einfach von Anfang an die verständnisvolle Seite und all das. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit. Ja, kann manchmal ein bisschen zu. Ja, sind schon gute Karten, aber du weißt, was ich meine. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.